Jo Leute, was geht ab? Irgendwo am Start und herzlich willkommen zur 36. Folge von den Varo News. So, meine Freunde, ja, das Finale rückt immer näher und das merkt man so langsam auch bei den ganzen Teams. Crafting Pad und Spark of Phoenix, also Spark hat heute seinen Helm repariert und der liebe Crafting Pader, der hat heute noch ein bisschen Gold gefarmt für seinen Goldapfel, beziehungsweise haben sich ein paar Goldäpfel gemacht und hat sich noch ein paar Pfeile gemacht und so, weil es einfach danach aussah, dass es die letzte Folge vorm Finale war und deshalb sind die beiden jetzt wieder voll kampfbereit und German Let's Play geht heute auf die Dia-Suche, um seine Rüstung noch ein bisschen zu reparieren. Wollte eigentlich aufhören, aber dachte sich dann noch, komm, zwei Gänge machen wir noch. Und hat dann auch noch ganze 8 Dias gefunden. Und er repariert alles außer den Helm, weil ihm dafür noch 4 Level fehlen. Aber deswegen ist er da noch schnell die Hölle gelaufen und wollte noch die Level farmen. Kam nicht mehr ganz dazu, aber der ist eine Stelle gefunden und wird dann in der nächsten Folge am Anfang noch schnell die Level machen und den Helm dann auch reparieren. Und ja, Minecraft Expert hat heute eine Falle zu Ende gebaut, die er gestern angefangen hatte. Und dank einem Creeper, der explodiert ist, ist ein bisschen Redstone verloren gegangen. Die hat er dann aber auch noch in der alten Falle gesucht, beziehungsweise gefunden. Da, wo Zander gestorben war. Und damit ist die Falle jetzt auch ready. Und das war's. Eigentlich soweit. Oh mein Gott, jetzt kommt ja alles hoch bei mir. Das war's eigentlich soweit. Venicraft hat heute auch noch die Connection zum Teamspeak verloren, ist ausgetimt, blablabla. Ich denke mal, das ist nichts so Wichtiges, was ihr wissen solltet. Und Freunde, dann war's das schon wieder für den heutigen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da, wäre ziemlich chillig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge. Und ich kann mal so viel sagen, es wird bald wirklich spannend. Das Finale rückt immer näher. Und ich freue mich schon richtig drauf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Haut da rein und ciao.